Moin Moin, heute mal wieder bei schönstem Wetter. Wollen wir heute bei unserer C-Klasse, dem W205 bzw. S205, den Generator bzw. die Lichtmaschine ersetzen. Die ist mittlerweile hin nach der Laufleistung und lädt die Batterie nicht mehr. Alles weitere seht ihr nach dem Info. Als allererstes wollen wir jetzt erstmal das Auto aufbocken und dann von unten die Unterbodenverkleidung abmontieren. Das Fahrzeug ist jetzt aufgebockt und jetzt habe ich auch von unten die beiden Unterbodenverkleidungen abmontiert. Einmal die mittlere und die vordere, wobei die vordere hätte dranbleiben können. Wir müssen die mittlere rausnehmen, weil wir von unten hier an die beiden Schrauben von der Lichtmaschine rankommen müssen. Und so kommen wir hier natürlich auch ran und können die beiden unteren Schrauben nachher lösen. Alles weitermachen wir jetzt erstmal, bevor wir unten weitermachen, von oben. Jetzt haben wir erstmal die Motorhaube raus aufgemacht. Als erstes werden wir hier den Ansaugkanal entfernen. Dafür müssen wir hier einmal die Arretierung lösen. Dann können wir den hier aus der Halterung nehmen. Der ist hier unten reingeklipst. Das wollen wir jetzt mal eben machen. So, und dann haben wir hier noch einmal eine Kabelhalterung, die wir abnehmen müssen. Genau das gleiche hier auch. Und jetzt können wir den Ansaugkanal nach oben drehen, indem wir hier den Hebel ziehen und können den so rausnehmen. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Blick auf den Rippenriemen und da unten sitzt die Lichtmaschine. Als erstes wollen wir jetzt auch erstmal den Rippenriemen runternehmen. Dafür entspannen wir hier den Riemenspanner und dann nehmen wir den Rippenriemen erstmal runter. Also den Riemen können wir entspannen, indem wir mit der 15er Nuss einfach hier den Riemenspanner beiseite drücken und dann können wir, ich will mal gucken, ob ich das so hinkriege, dann können wir hier zum Beispiel hier oben den Riemen einfach runternehmen und können den Druck vom Spanner wieder nehmen und jetzt den Riemen komplett demontieren. So, der Keilrippenriemen ist nun runter und jetzt geht es erstmal dabei, die Batterie abzuklemmen. Dafür haben wir hier den Deckel gelöst und können die Batterieabdeckung abnehmen und werden jetzt hier erstmal den Minuspol von der Batterie lösen, weil wir ja nachher an die ungesicherte Leitung von dem Generator ran müssen und bevor wir da denn eine Verbindung zur Masse haben. Das könnte böse enden. Als nächstes wollen wir jetzt hier erstmal den Luftansaugschlauch abmontieren. Dafür löse ich hier oben einmal die eine Schelle und ziehe den gleich ab. Und dann habe ich hier unten auch noch mal eine Schelle, die ich abziehen kann. Das kann man jetzt so relativ schlecht sehen. Mal gucken, ob ich da so rankomme. Da unten, wo der Schraubenzieher sitzt. So, und dann kann ich hier gleich den Schlauch abziehen. Darf natürlich nicht vergessen, die Stecker von den Haltern zu lösen. Na, bei dem Auto, weil der schon so viel gelaufen hat, lösen sich die Arretierungen oder brechen die Plastikarretierungen ab. Aber die beiden Stecker hier muss ich noch lösen und dann kann ich den Schlauch gleich so abnehmen. So, jetzt habe ich hier, weiß nicht, ob man das sehen kann, den Schlauch von der Unterdruckdose vom Turbolader noch mal gelöst, damit ich besser ran kann. Und hier diesen Schlauch noch mal von dem Ansaug, den muss man einfach nur zusammendrücken und dann hat man die Möglichkeit und kann den Turbolader-Ansaug hier so nach oben rausnehmen. Ich habe hier den Stecker noch abmontiert und die Unterdruckleitung und die Stecker hier oben erstmal beiseite gelegt, dass wir hier so ein bisschen mehr freies Feld haben. Und für mich, sicherheitshalber, habe ich hier nochmal die Kühlwasserleitung vom Ausgleichsbehälter und hier vorne von dem Übergabepunkt abgeklemmt. Wie gesagt, hier läuft ein bisschen Wasser raus, deshalb habe ich da einen Froppen reingemacht. Das ist mir lieber, weil der hier lang läuft und das ist so ein Hartplastik und ich habe das schon häufig gehabt, dass sie dann hier abbrechen, wenn man da mal aus Versehen gegenkommt.
Und da hatte ich jetzt keinen Nerv drauf. So, jetzt habe ich das ein bisschen mehr Freiheit hier oben, komme da ein bisschen besser hin. Als nächstes werden wir jetzt den Lüfter ausbauen. Ich werde jetzt hier sicherheitshalber auch nochmal von dem Niederdruckkreislauf die Leitung für das Kühlwasser abmontieren, weil ich ja jetzt gleich dabei muss, den Lüfter abzumontieren, und damit die nicht abbricht, so kann ich die ein bisschen mehr beiseite legen und komme da ein bisschen besser ran. Als nächstes werden wir jetzt hier den Hauptstecker vom Lüfter lösen. Ich hoffe, das kann man sehen. Und dann haben wir quasi die Stromversorgung vom Lüfter. Oh, da ist noch eine Dichtung runtergefallen, die muss ich gleich nochmal eben suchen. Komplett getrennt, und jetzt können wir den Lüfter gleich aushaken hier oben auf der linken und auf der rechten Seite und nach oben rausziehen. So, wir kriegen den Lüfter nicht so weit ohne weiteres raus. Jetzt wollen wir erstmal den Schlossträger hier nochmal rausbauen. Dafür entferne ich jetzt erstmal hier die Plastikabdeckung. Und dann gucken wir mal eben, wie weit wir noch die Schrauben vom Schlossträger lösen müssen, wie weit wir da dran kommen. Weil wir hier keinen Platz haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir den Schlossträger hier rausnehmen müssen. Ich habe jetzt schon mal die Verkleidung hier abgenommen. Jetzt löse ich hier erstmal die beiden Schrauben für die Verankerung vom Schloss der Motorhaube. Und als nächstes werden hier die Schrauben hier, die Schrauben hier noch gelöst. Und die letzten, um nachher den ganzen Schlossträger rauszunehmen. Hoppala. Alter, ist das fest. So, ich habe mich ja jetzt entschlossen, den Schlossträger rauszubauen. Dafür haben wir hier die Schrauben gelöst, die ganzen Torx-Schrauben, die da drin sind. Und man muss noch eben dran achten, hier sind noch zwei Schrauben auf jeder Seite, die gelöst werden müssen. Genauso wie die beiden. Und um an diese Schrauben hier ranzukommen, macht es Sinn, den Grill, die drei Schrauben hier oben vom Grill zu lösen, damit man die Stoßstange ein bisschen nach vorne drücken kann. Und dann hat man die Möglichkeit, den Schlossträger einfach nach oben wegzuziehen. Und jetzt haben wir freien Blick auf den Lüfter. Um den Lüfter rauszubauen, haben wir jetzt erstmal hier noch das Luftleitblech oder die Luftleitgummi rausgezogen. Haben hier die beiden Arretierungen, die wir lösen, hier oben die nächste. Den Stecker haben wir ja schon abgezogen, und dann können wir den Lüfter so nach oben rausziehen. Jetzt haben wir den Lüfter draußen. Jetzt sehen wir auch gleich, haben wir viel, viel mehr Platz. Als nächstes werden wir noch den Ladeluftrohr demontieren. Dazu werden wir hier die Schelle lösen und die Halterung von dem Druckluftrohr noch. Und dann nachher hier oben, kann man das sehen? Da, genau, da das Ladeluftrohr vom Ladeluftflansch abziehen. Und dann können wir das Ladeluftrohr komplett rausnehmen. Ich habe jetzt den Ladeluftschlauch hier schon mal ab und auch da rausgehakt. So kann ich den jetzt einfach rausnehmen. Sicherheitshalber habe ich hier, weil damit ein bisschen mehr Flexibilität auf der harten Leitung ist, auch nochmal die Schrauben gelöst, weil ich muss auch noch ein bisschen aufpassen, so dieses Hartplastik bricht immer sehr gerne ab. Und so haben wir noch die Möglichkeit, hier unten so ein bisschen Flexibilität auszuüben, um die Lichtmaschine oder den Generator dann nachher rauszubekommen. So, und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir an dem Generator von unten weitermachen. So, ich habe jetzt erstmal von unten die beiden Schrauben hier gelöst, die sind schon mal raus, und als nächstes werde ich jetzt von der Seite, ich werde das Rad abmontieren und von der Seite von hier oben die anderen Schrauben lösen und natürlich auch die Hauptleitung. So, die alte Lichtmaschine ist draußen und jetzt werden wir die neue wieder reinsetzen, fangen damit an, das muss man so ein bisschen reinzirkeln und dann mit den oberen beiden Schrauben festmachen und dann nachher wieder die unteren beiden. Und zu guter Letzt werden dann wieder die Kabel angeschlossen. Ach ja, für das Kabel, für die Erregerspannung muss man leider Gottes auch noch die hintere Motor- oder Fahrzeug-Unterbodenverkleidung entfernen, weil sonst kann man die Entriegelung nicht entriegeln von dem Stecker. Das ist leider Gottes noch ein bisschen problematisch.
So, jetzt geht's weiter mit dem Einbau. Jetzt ist die neue Lichtmaschine wieder drin. Als nächstes werden wir jetzt, weil wir hier genug Platz haben, eben den Keilrippenriemen montieren. Und danach kommt das Ladeluftrohr wieder ran. Und dann geht es Stückchen für Stückchen weiter, alles wieder zusammenzubauen. Das Ladeluftrohr habe ich jetzt auch wieder festgezogen, einmal hier und hier auch wieder verriegelt am Flansch. Und als nächstes klemmen wir hier auch wieder den Niederdruckkreislauf an und auch den Kühlwasserbehälter. Und als nächsten Schritt dann setzen wir wieder den Lüfter ein. Jetzt haben wir den Lüfter wieder drin. Natürlich auch den Stecker hier wieder angeschlossen vom Lüfter, das ist ganz wichtig, und verriegelt. Wir haben hier den Ladeluftschlauch oder den Ansaugschlauch wieder angeschlossen, zusammengebaut. Da unten, da kann man sehen, da kommt man jetzt nicht hin. Da ist noch die eine Schraube festgezogen von der Schelle, die Schelle festgezogen, die sitzt wieder drauf, alle Stecker wieder montiert, die lose waren. Jetzt kommt als nächstes der Schlossträger wieder rein. Und das machen wir jetzt erstmal. Langsam geht's zum Endspurt. Wir haben wieder den Luftansaug angeschlossen. Ich habe wieder den Plus- und Minuspol von der Batterie angeklemmt. Jetzt kommt hier noch die Verkleidung drauf. Und mein Junior ist gerade dabei, unten die Unterbodenverkleidung wieder festzumachen. Und dann soll es das gewesen sein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr den Kanal neu entdeckt habt, abonniert den Kanal. Wenn ihr nie wieder ein Video von mir verpassen wollt, dann einfach die Glocke aktivieren. Und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das nächste Video online ist. Schönen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße aus Oldenburg. Bis zum nächsten Mal.